Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zu einer weiteren Challenge. Ihr könnt es vielleicht schon so ein bisschen am Layout sehen. Wir sind wieder in Paldea, aber dieses Mal sind die Dinge ein bisschen anders. Genauso wie mein Hals. Ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen krank, habe mich jetzt auch sehr viel erholen müssen und auch nicht geschafft. Damit ich auch ein bisschen eine Stimme habe, um eben diese Let's Play zu spielen. Der Stream heute würde das nicht allzu lang dauern, aber eine Stunde möchte ich auf jeden Fall machen. Wir befinden uns wieder bei Pokémon Purpur. Das ist nun mal die Spieledition, die ich besitze. Lol, ich hätte jetzt lieber Scarlet genommen, weil mit dem roten Thema wäre das natürlich viel geiler gewesen. Die Tribute von Paldea, beziehungsweise die 13 Tribute von Paldea. Ich wollte unbedingt die 13 drin haben. Das war nämlich meine Ursprungsidee. Ich habe ein bisschen meine Ideen, so ein bisschen hin und her, geschoben. Ich hatte dann ursprünglich die Idee, ja, das ist mit der 13 schwierig umzusetzen, weil, ne. Aber, was bedeutet das eigentlich? Nun, wir kommen jetzt erstmal zu den klassischen Regeln, die Nuzlocke-Regeln. Eine Nuzlocke in der 9. Generation zu spielen ist ziemlich schwer, weil man, nicht blind in ein Gras laufen kann. Und da nun mal dann random ein Pokémon erscheint, sondern man sieht die Pokémon ja. Und das ist eigentlich was Cooles, aber für die Nuzlocke-Challenge ist nun mal ein bisschen schwierig. Gibt es so Dinge wie, yo, Augen zu, 30 Sekunden warten oder man, keine Ahnung, wartet 5 Minuten und das erste Pokémon, was vor einem ist. Ganz ehrlich, nee, Quatsch. Wir machen aber was anderes. Und was es ist, das sage ich euch. Ihr dürft gerne schon mal mit Ausrufezeichen Rules die Regeln aufmachen. Ich zeige sie euch aber auch hier nochmal on Stream. Natürlich in einem wunderschönen Bildschirmformat, ist eigentlich egal. kann ich hier, ja, oh geil, kann richtig groß machen. Boah, das ist für mich sehr groß, aber für euch sollte das passen. Ja, und zwar die Pokémon Purpur 13 Tribute von Paldea Challenge ist eine Art der Nuzlocke Challenge, bei der natürlich ein besiegtes Pokémon nicht wiederbelebt werden darf und freigelassen werden muss. Das hier wurde gestrichen, das wird nämlich dann später relevant, wie das dann gehandhabt wird, welche Pokémon man fangen darf. Und jeder Pokémon muss natürlich einen Spitznamen haben. Aber, was bedeutet eigentlich 13 Tribute von Paldea? Die Ursprungsidee, wie die vier Wörter schon sagen eigentlich, im Laufe der Reise müssen insgesamt 13 Tribute in Form eines Pokémon gemacht werden. Diese werden bei besonderen Charakteren durchgeführt. Der Ursprungsplan war 8 Arenaleiter, 5 Teamstar wären ja genau 13, aber dann ist mir aufgefallen, als ich dann das Layout hier bearbeiten wollte mit den Orden, ich zeige euch kurz die Orden, zack, 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 das sind ein bisschen mehr als 13, das sind nämlich 18 Orden, weil es gibt ja auch die Herrscher-Pokémon und die will ich ja nicht auslassen, weil die sind schon auch irgendwo relevant fürs Spiel. Jetzt könnte man sagen, ja, lass die doch aus und dann hast du genau 13. Nein, ich habe mir dann was anderes überlegt und zwar folgendes. Wir machen es ganz langsam. Die erste Regel. Nach jedem gewonnenen Kampf gegen einen dieser besonderen Charaktere kann man diesem ein lebendiges Pokémon als Tribut anbieten. Und es gibt ja 18 Stück, beziehungsweise eigentlich sogar 20. Es gibt noch zwei besondere Charaktere. Das sage ich euch dann gleich, wer das ist. Die Regel 2. Das Tribut-Pokémon muss mindestens einen Typen haben, welcher dem Boss-Typen gleicht. Beispiel Enigmara Typ Elektro, ja. Und das ist jetzt der Kasus Knaxus, weil man, dann halt bestimmte Pokémon haben muss. Und da würde das ja mit dem First Encounter ja zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ja. Regel 3. Man darf jeden besonderen Charakter erneut bekämpfen, sollte man es beim ersten Mal nicht schaffen und trotzdem noch Pokémon haben. Also eine Ohnmacht ist kein Game Over, solange man Pokémon übrig hat. Aber es kommen noch mehr Regeln dazu, wir sind erst beim Anfang. Regel 4. Nur wenn man ein Tribut gezollt hat, darf man weitere Pokémon fangen, außer beim Starter. Also sobald man den Starter bekommt, gibt es eine Anzahl an Pokémon, die man fangen darf. Dazu kommen wir gleich. Aber erst wenn man Tribute zollt, darf man weitere Pokémon fangen. Und die Regel 5. In der gesamten Challenge müssen und dürfen maximal 13 Tribute gezollt werden. As simple as that, würde man jetzt sagen. Ne? Also das ist schon relativ leicht verständlich. Das ist so quasi jetzt die Main Challenge. Aber das wäre ja viel zu einfach, wenn man x-beliebig viele Pokémon fangen könnte. Deswegen gibt es noch eine weitere Regel. Und zwar, wie man Pokémon erhalten kann. Ich grüße übrigens an alle im Chat. Tofti,
Niklas und Tristan. Schön, dass ihr am Start seid. Also Tofti, Braveheart, Hirsuto, LOL, wenn man euch bei den Namen nennt. Danke, dass ihr da seid. Wie man Pokémon erhält. Ab dem Erhalt des Starters darf man bis zu 3 Pokémon aussuchen und fangen. Und des Weiteren gilt dies ebenfalls nach jedem weiteren gezollten Tribut. Sprich, jo, ich habe am Anfang 4 Pokémon bis zum ersten Arenaleiter. Und ich darf bis zum zweiten Arenaleiter und zum dritten und zum vierten keine weiteren Pokémon fangen, es sei denn, ich biete Pokémon als Tribut an. Ja, ist das, glaube ich, ziemlich leicht verständlich. Das heißt, ich kann erst bei Arenaleiter 2 6 Pokémon haben, weil ich habe ja da einen als Tribut angeboten vorher. Also ich hätte ja, ne, 1 plus 3 plus 3. Aber einen muss ich als Tribut anbieten, weil sonst könnte ich ja die drei gar nicht fangen. Ich denke, es ist ziemlich verständlich, oder? Also 3, dann muss ich eins opfern, dann darf ich wieder 3 fangen, dann muss ich wieder eins opfern, dann darf ich wieder 3 fangen. Und das mit dem Aussuchen hat natürlich auch ein paar Einschränkungen, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Wer sind eigentlich die besonderen Charaktere? Ganz klar, eigentlich alle Arenaleiter. Also die stehen hier, Rona, Kolzo, Enigmara, Kombu, Aoki, Etta, Tulia, Grusha. Sowie die Teamsteam-Mitglieder Pinyo, Irsa, Shugi, Irtis, Ryoba. Die Herrscher Klippe, Adebom, Schlurm, Riesenzahn bzw. Eisenrad in Purpur und Nigiragi. Und Top-Champ Sagaria und Champ-Rang Rivalin Nebila. Bedeutet in der ganzen Challenge, wenn man ein bisschen die Mathematik macht, kann man, jetzt muss ich kurz selber Mathematik machen, 3x20 ist 60, plus 1 ist Starter, minus die 13 Tribute, beziehungsweise man kann eigentlich, nee, stimmt, man kann nur 13 mal 3 plus 1, das wären 40 Pokémon, wa? Ja. Also man kann in der ganzen Challenge 40, nee, eigentlich 43 sogar, stimmt, man kriegt ja nochmal 3 obendrauf, ja. Genau, 43 Pokémon insgesamt, beziehungsweise 42 Pokémon können wir uns fangen, was witzig ist, weil 42 die Zahl für alles, das Leben und das Universum und halt der Starter. So, es gibt natürlich weitere Einschränkungen der eigenen Pokémon und zwar einige, weil sonst wäre es ja easy. Ich könnte ja irgendwie hier zum Berg hochlatschen und mir einfach der heftigsten Pokémon fangen und dann einfach damit durchgrinden. Nein. Ihr kennt die klassischen Regeln. Keine Pokémon sowie dessen Entwicklung darf mehr als einmal gespielt werden. Die legendären Pokémon, mystischen Pokémon sind natürlich auch nicht erlaubt. Geschenkte, getauschte Pokémon ebenso nicht. Und Pokémon aus Raids sind auch nicht erlaubt, weil die Raid-Pokémon nun mal im Durchschnitt ziemlich viel stärker sind. jede Level-Attacke muss beigebracht werden und nur normale Pokébälle dürfen benutzt werden. Das ist auch sehr, sehr hart. Ich habe mir überlegt, also die Level-Attacken habe ich eigentlich seit 3 Challenges drin, glaube ich. Aber die normalen Pokebälle, das ist eine komplette Neuerung. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Das könnte mitunter sogar, das mag man jetzt vielleicht nicht glauben, aber das könnte trotzdem sehr, sehr schwierig werden. Ich meine, Pokémon zu fangen wäre in der neuen Gen einfacher geworden. Aber es ist trotzdem krass, nur normale Pokebälle zu benutzen. Zufällige Shiny-Pokémon dürfen immer gegen jegliche Regeln gefangen und gespielt werden. Also wenn ich ein Shiny sehe, egal welches Pokémon, egal welches Level, egal ob Lili, sonst was, ich kann es auch mit irgendeinem Ball fangen. Das darf ich, ja gut, gespielt im Sinne der Level-Up-Attacken, das habe ich jetzt, ich konnte das nicht perfekt hinschreiben. Also ich darf Shiny-Pokémon nehmen, egal ob ich es schon mal hatte oder nicht, und ist egal. Level-Up-Attacke zählt trotzdem für die Shinies. Deswegen würde ich das, glaube ich, mal so schreiben. Entgegen der jegliche gegen obrige Regeln. So. Immer gegen obrige Regeln. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. So. Kaputt im Pokéball, let's go. Ja, also ich sage ja, das wird das wird wild. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar gibt es natürlich noch Einschränkungen in den Kämpfen. Pro gegnerisches Pokémon 2 Items. Weil sonst werden die Kämpfe auch relativ einfach, wenn man halt unendlich viele Items benutzen kann. Also es soll ja auch eine Challenge sein. Also es wird, glaube ich, die härteste Challenge, die ich jemals gemacht habe. Und ich kann euch nicht garantieren, dass ich die schaffe, weil das wird krass. Das wird mich, glaube ich, an die Grenzen meiner emotionalen und physischen und psychischen Grenzen bringen. Was? An die Grenzen meiner Grenzen, genau. Ich darf nur maximal so viele Pokémon in den Kampf schicken, wie der Gegner hat. Und das Level Cap ist natürlich, ne, unser allseits geliebter, verhasster Freund, Level Cap ist wieder da, anhand des stärksten gegnerischen Pokémon. Also meine Level dürfen nicht dem stärksten
Level des gegnerischen Team-Pokémons überschreiten. Ist, glaube ich, eine Regel, die kennt man. Ich habe die jetzt nur weiter runter gemacht. Und dann gibt es noch die Herrscher, weil die Herrscher sind nochmal ein bisschen anders. They build different, sagt man so schön. Fünf Heil-Items für jeden Herrscher, vier Pokémon darf ich einsetzen und Level Cap ebenfalls, weil die Herrscher haben ja auch ein Level. Richtiges Anime-Regelwerk mit den Pokémon-Kämpfen, gefällt mir. Ja, also das ist, das, diese Challenge soll eine absolute Anime-Erfahrung sein, eine absolute, ja, wie sagt man, es soll wirklich eine Story sein, eine richtig krasse Story über einen Trainer, seine beschränkte Auswahl an Pokémon und ich muss Pokémon opfern, um weitere Pokémon zu bekommen. Ich könnte natürlich nur die ersten vier nehmen und damit komplett durchgrinden. Das wäre auch wild. Nee, könnte ich nicht, weil ich muss 13. Route machen. You see? Also, das wird krass. Und das wird mich emotional, glaube ich, auf andere Grenzen bringen. Ich werde diesen Stream, glaube ich, auch immer per Event ansagen, weil ich glaube, darauf muss ich mich emotional auch immer vorbereiten. Es wird wahrscheinlich immer sonntags sein, also ich werde mir fest vornehmen, diese Challenge, diesen Stream nur sonntags zu machen. Und auch nur, wenn ich Zeit habe und nur, wenn ich Bock drauf habe. Und nicht einfach mal unter der Woche, weil unter der Woche schaut mir niemand zu. Ich will, dass mir hier Leute zuschauen, zumindest ein bisschen. Und ich will, dass man diese Challenge regelmäßig mitverfolgen kann. Na, dass man die nicht aus den Augen verliert. Ja, der Sieg ist, besiege die Champ-Rivalin Nemina. Das ist der Kampf in Mesalona City. Wo ich ja damals im Let's Play, ne, also auch gern auf Kanal gucken, im Let's Play gesagt habe, das ist der eigentliche Champ der Region. Weil Sagaria ist zumindest im Let's Play ein Witz gewesen. Ich glaube, in dieser Challenge wird jeder Trainer verdammt schwer, verdammt anstrengend. Und es kann sein, dass ich nicht mal bis zu ihr komme. Ja, beim Verlust aller Pokémon. Und das ist der Casus Knaxus hier an der Stelle. Dieses Wort Casus Knaxus, ne? Ich liebe es irgendwie. ich wünsche uns allen viel Spaß und Erfolg bei dieser Challenge. Das waren jetzt genau 16 Minuten. Beziehungsweise minus die 5, wo ich den Stream schon hatte. 11 Minuten Regelbeschreibung. Ich denke mal, jeder hat die Regeln grob verstanden. Es ist viel. Es ist aber relativ simpel. Und ja, ich würde sagen, geh mal rein ins Spiel, oder? Gibt es noch irgendwelche Fragen diesbezüglich? Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Oder ist euch irgendwas aufgefallen, wo man sagt, oh, da könnte man aber dies und das noch, ne? Und so weiter. Könnt ihr gerne jetzt kurz in den Chat schreiben. Oh, Zone 0, gutes Argument. Das Ding ist, Zone 0 ist für mich. Ich glaube, Zone 0 ist Post-Content, oder? Ist Zone 0 nach dem Champ-Battle? Oder davor? Ja, was? Nein, du musst schon einen ganzen Satz schreiben, du. Verstehe ja nicht, was du, worauf du Nein schreibst, ne? Also Zone 0 ist vor dem Champ Battle, also vor Nemilas Endfight quasi. Nicht der Level 71 Nemila Fight in der Akademie-Turnier, sondern der Level 65er Fight, wo sie sagt, yo, fordere mich in Mesalunde City raus, bei diesem geilen Kampfplatz. Das ist ja eigentlich der finale Battle. Wenn Zone 0 davor ist, interessant. Dann weiß ich nicht. Dann kann ich geile Pokémon haben. Das ist so das Einzige, was ich dabei sehe. Aber wenn Zone 0 Post-Content ist, also nach der Liga, dann definitiv nicht. Die Storystränge gehören zusammen, aber Zone 0 ist nach dem Nemila-Kampf. Ja, also ist so eine Null-Post-Content. Hä? Mit Post-Content meine ich nicht die Story. Also technisch gesehen schon ein bisschen, aber es ist ja quasi nur der Endteil der Story. Nur der Endteil der Story. Sorry, das klang jetzt aber. Ich meine, das ist nicht so wie bei XY mit Lebel und so, sondern Post-Content ist immer der Content, der passiert nach der Hauptreise, ja, Story. Okay, ich verstehe den, das Dilemma. Diese Challenge, der Fokus dieser Challenge liegt nicht an der Story.
Ja, das ist ja wohl obviously. Ich habe in meinem Let's Play bereits die Zone 0 gespielt. Der Fokus dieser Challenge liegt daran, den Endboss zu besiegen. Und der Endboss ist in meinen Augen Nymila auf ihrem höchsten normalen Rivalen-Level. Nicht der Akademie-Turnier-Level, weil ich glaube, Akademie-Turnier ist ja eh random, wer gegen dich fightet. Sondern ich rede wirklich ich sage mal, von der Main Story, von der Main Reise, der finale Boss. Das ist ja normalerweise der Champ. Also Sagaria wäre ja eigentlich der Boss. Aber er wäre ein bisschen unbefriedigend, bei genau 19 fertig zu werden, wenn danach, wirklich legit 10 Minuten danach, Nemila dran ist und ich dazwischen halt theoretisch nochmal die Möglichkeit habe, neue Pokémon zu fangen oder zu trainieren. Also deswegen sage ich, Nemila ist der Endboss. Und ab da ist die Challenge dann auch gewonnen. Ob ich dann noch Bock habe, weiterzuspielen, maybe, vielleicht spielen wir dann noch weiter. Aber in den meisten Challenges ist dann hier vorbei. Also fokussiere ich nur auf den Champ als Finale, dann würdest du wahrscheinlich Cosima und Pepper auslassen. Nein, kann ich ja nicht. Nochmal zur Wiederholung. Diese Orden sind die einzige Möglichkeit, Pokémon als Tribut anzubieten, neben Sagaria und Nymila. Und das kann ich auch nur danach. Wait, ich kann nach Nymila gar keinen Tribut anbieten mehr. Ich kann ja nur 19 Mal Tribut anbieten. Ha, also sind es doch nur 40 Pokémon. Nein, Quatsch, es sind immer noch 43 Pokémon. Ich kann ja 13. Egal. Also. ich kann ja Cosima und Pepper nicht auslassen. Wenn ich ja die 5 Herrscher-Pokémon mache. Ach, du meinst die Kämpfe? Stimmt, man fightet gegen die, das habe ich voll vergessen. Ha, okay, ja, muss ich dazu schreiben, wa? Wild. Plus 2, ne? Dann wären die Mila 22. Rivalen. 20 Cosima, 21 Pepper. Ja. Die habe ich tatsächlich vergessen, bin ich ehrlich. Ey, ich war krank, Digga. Ich habe die Regeln die letzten 3 Tage, während ich krank war, erstellt. Wow, das macht es nicht einfacher. Ich glaube, die beiden sind nämlich auch, also ich erinnere mich, die waren nicht so einfach. Cosima hat alle Evolutionen, oder halt 6 Stück. Und Pepper hat auch ordentliche Brecher dabei. Ja, geil. Ja, hey, es soll eine Challenge werden. Es wird die absolute Challenge aller Challenges. Deswegen, ich glaube, zwar Pepper wäre stärker für die Spezialregel, ist so besser. Ich glaube nicht. Also im Let's Play fand ich, Nymila ist und war der stärkste Trainer. Das hat, glaube ich, nicht viel vom Level zu tun. Ich meine, die drei sind ja vom Level relativ ähnlich. Aber Nymila, ich glaube, die Auswahl ihrer Pokémon ist insane. Weil Pepper hat teilweise nur Koch-Pokémon. Und das sind halt random Pokémon. Er ist ja nicht komplett auf Kämpfen gegangen. Bei Nymila merkst du, die hat quasi die Mainstream-Pokémon genommen, um halt richtig reinzuorgeln. Ja. Genau, aber ich würde sagen, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich direkt mit der Challenge loslegen. Man kann ja während der Challenge theoretisch auch nochmal Fragen stellen und das Regelwerk natürlich anpassen. Das Regelwerk ist ja nicht fix, aber ich denke mal, im Groben und Ganzen ist es klar. Ich werde hier oben nicht mehr meine Team-Pokémon anzeigen, sondern die Tribute. Einfach, um sie quasi nochmal ein bisschen zu würdigen. Weil meine Team-Pokémon, ich kann ja meine Pokémon beliebig auswechseln, wie ich möchte. Weil ich habe ja insgesamt, ne, 13 mal 3 minus die. Ja doch, 13 mal 3 minus, plus 1, 40, plus 3, 43 und minus 13, 30 Pokémon. Also ich habe insgesamt zum Ende der Challenge sollte ich, wenn ich clean durchspiele, 30 Pokémon übrig haben. Wird nicht passieren, aber ja. Rein charakterlich würde ich sagen, auf jeden Fall, das ist ja der Kampf-Charakter-Basic. Ja, genau. Damit es nochmal extra wehtut. Yes.
Hier schön die Tribute anzeigen, damit es nochmal richtig schmerzt, weil jedes Mal, wenn ich den Streamer mache, wenig geopfert habe. Wenig ich freiwillig geopfert habe. Ich glaube, vielleicht mache ich auch die Pokémon, die draufgegangen sind, da rein, aber das wird dann irgendwann sehr voll. Und am Ende der Challenge werden wir alle nochmal Revue passieren lassen. Boah, dann sollte ich die vielleicht nicht freilassen, wa? Naja. Wir können ja den hier machen. Das mit dem Freilassen, ich habe es geschrieben, damit es richtig wehtut, weil dann sind die weg. Ne? Aber dann kann man denen irgendwie kein Tribut, also kein Tribut mehr zollen, sondern dann kann man die nicht mehr würdigen. Und schauen wir mal an. So. Ich glaube, die Tribute werde ich wirklich freilassen, weil die werde ich hier anzeigen. Mein Gott, ich verwechsel es immer. Die werde ich hier anzeigen. Die Pokémon, die gestorben sind, werden, glaube ich, einfach in die Box gelegt, denke ich mal. So können wir es machen. So, ich habe jetzt Bock zu spielen, Alter. Ich wollte eigentlich gestern schon loslegen, ja. Ich hatte so Bock, ne? So illegal Lust.